Hallöchen Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Reaktion. Es ist endlich soweit. Nietzschnauden, wie ist ein neues Video hochgeladen? Ich bin hyped AF, denn es ist sein Face-Rival. Face-Reveal. Face-Rival. Face-Rival. Keine Ahnung. Part 1 im Quiz. Ich bin gespannt, was für ein Quiz es sein soll, warum es einen zweiten Teil noch geben soll. Aber let's go. Wir haben hier 4 Kandidaten in einer Reihe. Einer davon ist Need to Know. 3 Echt? Sind Lügner. Im Laufe des Videos werden den Kandidaten Fragen, Aufgaben und Chat. Leute, falls die Qualität so schlecht ist, falls ihr die ein bisschen hier, liegt es daran, dass ich von meinem Laptop aus streamen muss, weil. Und aufnehmen muss, weil mein PC kaputt gegangen ist. Ich habe, VR gespielt, habe dagegen geschlagen, no joke. Deswegen geht er nicht. Aber cool, Rätsel, muss herausfinden, wer es ist. Okay, das ist eine gute Idee. Challengers gestellt. Und ihr, die wer redet, das redet gar nicht genau. Müsst erraten, wer von den vier. Okay, also ich rate jetzt schon mal. Mal gucken, ob ich kann nachher noch verändern, aber ich glaube, Need to Know ist der mit diesem Hemdtier. Und welche 3 Lügner sind? Warte, wieso hast du eigentlich vor 2 Monaten mich mit einer Banane abgeworfen? Papa! Von demjenigen. Ah, das ist Need to Knows Vater, der gerade redet. Ah, so nice. Wofür am meisten abgestimmt wird, wird das Gesicht im nächsten Video gezeigt. Also, es liegt ganz an euch. Kennt ihr Need to Know gut genug? Werdet ihr ihn finden? Ich wünsche euch auf alle Fälle viel Glück. Coole Idee. Und vor allem noch ordentlich Klicks mit abzaubern hier mit dem, mit dem Face Reveal in mehrere Teile zu teilen, 4 Teile zu teilen. Perfekt. Jetzt bei mich. 2019? Ja, wollte ich gerade sagen. Fast 2021. Damit man nicht anhand der Stimme erkennt. So, Fast in the Furious, Fast 2021. Nice. Kann, wer von den 4 Need to Know ist, wurde seine Stimme aus dem Video geschnitten und von einer anderen Person exakt synchronisiert. Also echt krass. Voll der Aufwand. Was? Voll der Aufwand. Aber die Musik ist ziemlich laut. Man hört Need to Know fast gar nicht. Also es ist ein bisschen schlecht. Aber ist der Ton eigentlich gut, Chat? Ja. Gut, manche sagen, der rote, der blaue ist es. Okay. Jedenfalls, was soll ich sagen? Also, er hat seinen eigenen Text reingesprochen, aber dann haben sie das exakt nachsynchronisiert. Das ist ja richtiger Aufwand. Mega nice. Jetzt, let's begin. So, am besten wäre es, wenn du dich einfach mal vorstellst. Ja, guten Tag. Mein Name ist Elias. Ich bin Need to Know. Bin Need to Know. Reise sehr gerne, spiele sehr gerne Musikinstrumente. Nee. Need to Know reist doch nicht. Der hockt doch zu Hause in seinem Zimmer und spielt mit einer Banane. Mit der Banane vom Spiegel, ne? So war das, ja. Ich glaube, er ist es nicht. Okay, doch nicht. Ich glaube nicht. Ja, ich bin Musik. Elias. Ich komme aus Holland. Ich mache seit ein paar Jahren Videos im Internet und... Ich glaube, er ist es. Ja, hi. Ich bin Elias. Ich schaue sehr gerne Serien und mache natürlich Videos. Ah, er nicht. Ja, morgen, ich bin der Thilo. Thilo? Ich bin der Thilo. Verkackt schon, direkt im ersten Satz verkackt. Direkt verkackt im ersten Satz. Ich bin der Thilo. Oh Mann, ey. Und... Ich bin Student. Genau. Eigentlich bin ich immer cool drauf. Die ersten Fragen. Eine sehr typische Frage, die direkt alles entscheiden kann. Darf der Kevin spielen kommen? Darf Kevin bei mir spielen kommen? Nein! Darf der Kevin jetzt bei mir spielen? Nein! Willst du, dass ich sauer werde? Nein, das will ich nicht! Darf der Kevin jetzt... Nein, Kevin darf nicht spielen kommen! Schade. Nö. Ja, würde ich sagen. Ja, würde ich sagen. Thilo ist es nicht. Thilo ist es safe nicht. Wieso? Keine Ahnung, weil ich mit dem Kevin spielen möchte. Wer ist aber Kevin?
Nennen? Okay, ich hoffe, dass du nicht Snow bist, stimmt's? Natürlich! Ich bin nicht Snow, klar, ja. Dann beantworte mir mal die folgende Frage. Wie oft wechselst du deine inhalierte Socke? Eigentlich so ungefähr täglich. Alle 3 Tage. Also ich finde so, ich bin ein bisschen ökonomisch unterwegs und ich finde, man muss seine inhalierte Socke nicht jeden Tag wechseln. Inhalierte Socke, oh. Wir sind doch, wo ich diesen Sockentee trinken musste wegen der Challenge. Einmal im Monat etwa? Wie oft inhalierst du Socken? Jeden Tag. Okay. Warum sollte ich meine Socken inhalieren? Wieso bist du deiner Meinung nach Me to Know? Nenn mir einen guten Grund. Weil ich behaarte Arme habe. Stimmt, ah. Er hat ja richtig haarige Hände. Oh, stimmt. Weil ich meine Socken inhaliere, alle 3 Tage. Wir müssen auf die Hände gucken. Stimmt. Hat er in dem Video, hat er da irgendwie gezeigt, wie die... Weil hier ist immer richtig behaart, ja? Wie bei mir, ähnlich bei mir, nur... Und er ist auch ein bisschen braun gebräunter. Gut, das ist das helle Licht wahrscheinlich, ne? Das... Aber stimmt, wir können es an Händen herausfinden, Leute. An Händen. Weil ich meine Socken inhaliere, alle 3 Tage. Weil... Okay. Warum sollte ich meine Socken inhalieren? Ich bin doch eigentlich Me to Know. Ich bin Tilo. Ich bin Tilo. Aber ich kann auch so tun, als wäre ich Me to Know. Nee. Wie wärst du erst mit ein bisschen Stimmung? Was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Es ist kein Blau. Entweder bist du blind auf beiden Augen oder nur einfach blöd. So ein bisschen ins Orange rein, vielleicht so... So eine Mischung aus Gelb und Rot. Also vielleicht so eine Mischung aus Gelb und Orange. Also. Mischung aus Gelb und Orange? Das ist Licht. Ein Hammer. Ich zeige euch jetzt ein Video und ich möchte wissen, welche Gefühle dieses Video bei euch auslöst. Oh, Alter, ich raste aus. Ach du Scheiße. Sehr nice, dankeschön. Wie dieses Video fehlt. Ein bisschen angeekelt. Leicht verstört und das macht mich auch ein bisschen aggressiv. Ich finde, mit dem Greenscreen fühle ich es noch mehr. Jetzt kann ich die alle genau sehen. Aber dieser Hund ist auch ultra sexy, oder? Lieblingshaustier direkt. Okay. Traurig, ja. No. Junge, immer. Wie lässt sich dieses Video fühlen? Ich liebe Minion, ich habe auch ein Minion-Puzzle zu Hause sogar. Minion? Nächste Frage. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Aber bevor wir die Frage beantworten, haben wir hier eine Schüssel. Voiceball! Die Voiceball ist eine Schüssel, worin ein Haufen Persönlichkeiten stecken. Die Mutter. In welche? Hier die folgende Frage beantworten ist. Das passt nicht. Nein, du musst mir das aufschreiben. Nein, werden sie nicht. Die Kandidaten müssen die Frage, was machst du gerne in deiner Freizeit, in der Stimme beantworten, die sie ziehen. Ach so. Alkoholiker. Alkoholiker! Alkoholiker! Need to know ist auch Analphabet, Legistheniker auch noch. Mann! Ein Legalistheniker, muss ich ja dann sagen. Alkoholiker, ach Mann, Alkoholiker. Roboter. ich weiß es nicht, da steht nichts drauf. Perfekt. War das nicht geplant? Was ist ein Alkoholiker? Mach mal einen Alkoholiker. Ich muss geahmte Suche. Bananen. Okay, alles klar. Freizeit esse ich gerne Socken. Die Socke da hinten, Alter. Nicht sicher, ob die Socke da hinten gerade hier geflankt, gejaxt hat. Oder ob die gerade geweint hat. Das ist die Geräusch, dieses klang irgendwie wie ein Stöhnen oder wie ein Wein. Ich weiß es nicht. Sehr lecker. Die ist voll nass. Die Socke. Ah, die ist nass. Wieso sitzt diese Taube? Warum sitzt die da? Tauben sitzen nicht. Hör auf zu sitzen! Ich hab gesagt, hör auf zu sitzen! Hm. Wieso sitzt diese Taube? Was macht die da? Warum sitzt die da so? Das ist eine Taube. Und
Oh. Oh, ist doch vielleicht doch der erste? Und nicht der rote. Wir müssen ja wissen, dass die eine Person ja, die ist nachsynchronisiert wurde. Das heißt, der hat und genauso nachsynchronisiert wurde, wie es Nietzsche gesagt hat. Ich weiß nicht, doch der erste, ich bin verwirrt gerade. Safe rot, sagt ihr? Ich weiß nicht. Leute, klickt auf den Link übrigens für Support, dankeschön. Die im Video werden es eh nicht checken, aber im Stream gerade, ich bin gerade live übrigens. Kommt vorbei. Die sitzt auf dem Boden, also eine Taube, die auf dem Boden sitzt. Oh nein, warum sitzt diese Taube? Denkt ihr echt, ich schrei jetzt rum? Das ist eine Taube, die liegt. Die liegt. Es ist Frage, nicht Tilo. Wie buchstabiert man Camembert? Kuchen, das ist Kamom-Käse. Wieso Kuchen? Man sieht doch, dass es Kammerbär ist. Ah, das Video, das legendäre Video. Das war doch Kamama-Mama-Bär. Kamama-Ma... Kam... C-A-M-E-M... Was? Kamim? E-R... Ah doch, ist richtig. Lol. Ja. Ja, Kammerbär. Okay, das ist einfach. Ich hab da ja ein Video zu gemacht. Ja. C-A-M-B... Kambart. 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 Tilo ist der Beste einfach. So, damit man besser eure Gestik sehen kann, will ich, dass ihr euch jetzt eine Maske aufsetzt. Und dafür haben wir die Maskenball. In der Maskenball befinden sich verschiedene Masken, von denen ihr eine rausziehen müsst. Wir machen die ganze Schüssel. Ja. Das ist ja eine dumme Frage. Es ist nur einer. Das ist gar keine Auswahl. Wow. Ich will nicht ersticken, Leute. Ne? Hallo. Hallo. So hübsch aus. Brot. Wenn man direkt Lehrer war. Hi. Hallo. Ah. Hey, wow. Obwohl, der ist behaart, ne? Der ist behaart im Gesicht. Das könnte doch Elias sein. Der hat hier ein bisschen Haare. Es ist lila Hemd, weil der nicht ernst macht, ja. Heizung? Wow, also, okay. Wir haben leider keine Maske. Ah, er ist nicht. Ja, Leute. Also die Hände, also. War das die Musik von was Musik war das? War das von Tokyo Ghoul? Nee, von einem Anime. Aber wie hieß der? War der Anime nochmal? Den kenne ich, den mag ich auch. Aber ich weiß nicht mehr, ich habe viel Anime geguckt in meinem Leben. Was ist das für eine Musik gerade? Sag's mir, Leute, im Chat, sag's mir. Tokyo Ghoul, ja, ich wusste es auch, Tokyo Ghoul, ja. Nein, Song, komm mal, geil. Okay, ist need to know niederländisch. Also sag was auf niederländisch. Goedemiddag, mein Name ist Elias. Ongelooflijk. Das heißt unglaublich auf niederländisch. Hast du mich mit einem Tortilla abgeworfen? Nein. Egal, okay. Nächste Frage. Ich bin need to know and ich habe ein elektrische Verwaltung. Ich hab's halt gerade vergessen, wie man niederländisch spricht. Ah, das war aber sehr gerade, sehr symmetrisch, sehr synchron gesprochen. Und es vom Ton her, von der Lautstärke, denke ich mal, passt es auch kurz. Aber er ist es nicht. Also, safe, es ist ja Tilo, ne? Tilo ist ja safe nicht, aber der hat zu synchron gerade gesprochen zum Mund irgendwie. Das wäre schon krass, wenn er es wäre jetzt irgendwie. Wissen, wie man niederländisch spricht. Vergessen ist. Ja, aber eigentlich kann ich das. Okay, das macht sehr viel Sinn. So, nächste Frage. Wie hat die ganze Darf der Kevin spielen kommen Sache angefangen? Ich hatte ein Video hochgeladen, in dem ich auf Katzenbilder reagiert habe. Dann habe ich halt als Witz gesagt, darf der Kevin jetzt bei mir spielen kommen? Und irgendwie wurde das dann zu einem Meme. Der mit dem Weißen könnte es aber auch sein, weil das vom Ton her, von wie der Ton im Raum klingt, ist es bei ihm eher so, als wäre es drüber synchronisiert worden. Aber schwierig, ich könnte auch nicht genau dahingestellt haben und es genau in demselben Raum nachgesprochen haben. Das mache ich mal ganz gerne, wenn ich mehrere Rollen in meinen Videos hatte, damals noch. Ja, der Kevin war irgendwann da, also vor meiner Tür stand diese Katze, also ich habe die Tür, also es hat geklingelt an der Tür, also ich war zu Hause, gerade Socken gegessen und es klingelt an der Tür und da steht also diese Katze und ihre Augen sind nicht in ihrem Gesicht, ihre Augen sind an ihren Ohren, also sie hat Augen an ihren Ohren und sie fragt mich, ob der Kevin spielen kommen soll und ich frage, bist du der Kevin und sie nein, aber darf der Kevin vorbeikommen? Ja, warum sollte man einen kompletten Animationsfilm machen, auch von einem Typen im roten Hoodie, wenn es nicht selbst Need to Know ist, aber es ist ja aufwendig gemacht hier, oha. Den mitbringen, nicht so, ja,
wer ist denn der Kevin? Also, ist der korrekt so? Was macht er denn so? Und sie so, kann ich dir nicht sagen. Also, ich will nur wissen, ob der spielen kommen darf. Und dann war ich so, nee. Ja, seitdem werde ich immer wieder gefragt, ob er spielen kommen kann. Ich sag immer nein, aber die Leute fragen mich immer wieder. Allein deshalb, weil ich so oft gefragt werde, habe ich schon überhaupt keine Lust mehr darauf. Ich glaube, es ist nicht rot. Ich glaube, es ist weiß. Einige behaupten, Need to Know hat Lego-Haare. Was übrigens nicht stimmt! Zeig mir deine Haare. Dass ihr anhand meiner Stimme denkt, dass ich Lego-Haare habe. Stimmt, es aber auch drauf reagiert. Das ist aber was komplett anderes. Zeig mir deine Haare. Nein, welche Haare? Sackhaare. Das sind beide wunderschöne Haare. Findest du das von Lego haben? Ja. Also wir haben. Ja, nein. Als nächstes habe ich eine Schüssel. In dieser Schüssel sind. Challenge Bowl! Die Challenge Box? Nein, die Challenge Bowl ist eine Schüssel, in der ein Haufen Was hast du mit dem gemacht? Okay, wie genau ziehe ich die Karte? Also. Ja! Wie soll ich das denn vorlesen? Banane essen. Soll einfach nur eine Banane essen? Zufälligerweise hat mir Sabine gerade hier ein paar Bananen hingelegt. Fünf schöne. Oh. Mit Schale. Mayonnaise trinken. Stiebe-Mayonnaise. Nee, krieg ich niemals. Nein! Bevor du damit anfängst, möchte ich dir sagen, dass wir noch eine zweite Option haben. Wie soll ich denn Ducktape um mein Gesicht machen? Ich hab eine Heizung auf meinem Kopf. Jo! Du brauchst das wirklich nicht zu trinken, wenn du nicht willst. Also, wir haben auch noch... Oh, Scheiße. Schlecht. Check mal schnell rein. Es ist wieder drin. Mach mal Licht an, irgendwie. Tja, ich hab's an der Hand und ich verstehe nicht, warum. Ja, Mayonnaise gefallen. Und hast du mal eingeschickt nochmal? Und im Dunkeln habe ich nicht gesehen, dass der eine Mayonnaise macht. Okay, wir haben jetzt also Stromausfall, weil du Mayonnaise in unsere Steckdose hast. So wie es aussieht schon. Wie geil! Schluss gab. Oh, oh Mann. Wie viel kann in einem Video schief gehen? Need to know, ja. Och Mann, das war echt das Todeskrank. Oh mein Gott, ich muss... Oh. Bitte das Licht anmachen. Als nächstes eine Aufgabe. Mach. Hör auf mit dem Brot! Mach ein dummes Talent. Irgendwas Cooles machen. Irgendwas Cooles machen. Ach, Tilo. Ja. Das ist mein Talent. Können wir bitte das Licht anmachen? Mach ein dummes Talent. Mach ein dummes Talent. Mama! Können wir bitte das Licht anmachen, dann können wir ein Eis essen gehen. Ich denke, dass das hier ein ganz guter Zeitpunkt wäre, um aufzuhören. Der Typ ist nur noch seine Maske am Essen. Der denkt immer noch, das Licht sei aus. Und die beiden, ja, keine Ahnung. Und jetzt seid ihr gefragt. Stimmt in den Kommentaren ab, von wem ihr denkt, der echte Need to Know zu sein. Also ich sag 3 ist irgendwie doch. Es ist entweder Kandidat 1. Team Brot. Kandidat 2. Team No Mask. Kandidat 3. Ich glaube, es ist eher dem Licht. Oder Kandidat. Weil es würde auch ganz anders klingen, wenn du eine Heizung im Gesicht hast. Es würde vom Ton her ganz anders klingen, wenn der wirklich die Maske vorm Gesicht hat. Das wäre dumpfer, der wäre anders, der Ton. Und der Ton klingt hier wirklich so ein bisschen nachsynchronisiert. Ich weiß nicht. Irgendwie sage ich immer noch, dass es gelb, weiß ist. Genau, gelb. Es ist gelb, Leute. Gelb ist sass. Oder Kandidat. Wer irgendjemand stimmt für Tilo ab. Ich warne euch, wer jemand stimmt für den Mann. Ihr habt bis zum 3.1. Zeit, um abzustimmen. Und am 8.1. um 19.10 Uhr werden dann die jeweiligen Gesichter gezeigt. Oh, er sagt ein Datum, wo ein Video rauskommen wird. Mal gucken, was ich dran halten kann diesmal. Abstimmen könnt ihr übrigens mit den jeweiligen Hashtags oder einfach unter diesem Video.
Also er will auch auf Instagram und Twitter die Stimmen zählen? Hm, was schreiben die Kommentare denn so gerade? Hier noch ein bisschen Kleingeld. Dankeschön, Fabio. Liegestütze mache ich nach dem Video. Alle Personen sind Need to Know. Plot Twist, das wäre es auch gewesen. Nur anders angezogen. Seine Mutter war die ganze Zeit Need to Know. Du liest Kommentare und realisierst, dass niemand eine Antwort geschrieben hat. Ja, echt so. Oh Mann. Es ist so geil. Oh, nice. Cool, Leute. Ich bin gespannt, wer es ist. 8. Januar. Ich bin gespannt. Need to Know. Geile Idee. Wirklich feier ich des Todes. Geil. Ich freue mich drauf. Finde ich cool.